Nintendo präsentiert. The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Öffne die Augen. Wach auf, Link. So, und damit herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ein Spiel, auf das ich mich schon wirklich sehr lange gefreut habe. Und ja, das ich natürlich auf der Nintendo Switch spiele. Gar keine Frage, die leider erst 3 Tage später als Zelda da war. Oder 4 sogar. Naja gut, aber immerhin besser spät als nie. Und leider auch jetzt hier nur in 30 FPS, weil meine Capture Card nicht mehr hergibt. Aber immerhin. Ich habe auch die Einstellung, ein bisschen an den Einstellungen gedreht, dass es einigermaßen gut aussieht, finde ich. Aber gut, wenn ihr sonst noch Rückmeldungen dazu habt, gern her damit. Auf jeden Fall spielen wir jetzt mal dieses Spiel, würde ich sagen. Was ist das? Dies ist der Shika-Stein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Okay. Dann gib mal her, das Ding. Der erinnert mich total an ein Gamepad von der Wii U. Shika-Stein. Eine geheimnisvolle Tafel mit einer leuchtenden Fläche darauf. Obwohl du sie zum ersten Mal siehst, scheint sie dir seltsam vertraut. Gucken wir mal in unsere Tasche. Da steht nochmal genau das gleiche. Kann ich das Ding nochmal irgendwie angucken? Sortieren, zurück, auswählen. Ach, betrachten mit dem Kon. Ach so, ich dachte, ich kann das Ding betrachten. Ja gut, dann betrachten wir halt Link. Kann ich noch hinzoomen? Nein, okay. Ja gut, dann kann ich das Ding halt nicht betrachten. System, da sind Einstellungen und da sind Erinnerungen. Okay, gut. Ja dann, hier scheint nichts weiter zu sein. An der Decke? Nein, nur dieses seltsam blau leuchtende Teil. Kann ich mal das Ding näher angucken, wo wir gerade hergekommen sind? Kann ich da nochmal reinliegen? Nein? Naja. Auf jeden Fall haben wir unten rechts eine schöne Karte und. Ah, eine Anzeige für Geräusche soll das, glaube ich, sein. Ich habe ja schon ein bisschen. Okay, ich bewege mich geduckt, alles klar. Ich habe ja schon ein bisschen, rumprobiert mit der Aufnahme. Deswegen habe ich die Szenen hier am Anfang, also bis wir rausgehen, dann, die habe ich glaube ich schon 3 oder 4 Mal gesehen. Ja, von daher, und eine Temperaturanzeige haben wir da natürlich auch. Und Fässer, die ich werfen kann. Und in die Kisten gucke ich erst gleich rein. Ich habe nämlich bei dem 50 Mal die erste Szene ansehen durch. Was wollte ich jetzt sagen? Bei dem 50 Mal die erste Szene ansehen rausgefunden, dass, die Cutscene mit Link ohne Klamotten auch Hebe den interessant Shika-Stein aussieht. über das Podest.
Dann wird der Weg sich dir öffnen. Wenn man nämlich zuerst die Kisten aufmacht, da hat es ein paar Sachen zum Anziehen drin. Da hat Link in der Szene schon was an. Das wäre aber langweilig, das kann ja jeder. Shika-Stein erkannt. Verriegelung aufgehoben. Ist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Alles klar, dann zieh dir mal was an, Link. Wir wollen ja nicht, dass du einen Sonnenbrand bekommst. Auf einmal sieht man hier drin ja was. Ich bin nie wieder zurückgelaufen dann. Ich bin immer direkt raus. Okay, so sieht das also aus. Ein bisschen armselig hier. Ein bisschen spärlich eingerichtet. Naja. Da war die Hose drin. Jawohl. Alte Hose. Zerschlissene, aber nicht unbequeme Hose. Die Beine sind etwas zu kurz. Ja, zieh mal das Ding mal an. So. Ach, mit R kann ich jetzt zu den... Okay, da kann ich hin und her wechseln. Alles klar. Und hier war... ein altes Hemd. Dünnes Hemd, das viele Jahre auf dem Buckel hat. Es ist zwar ausgefranst, aber erfüllt noch seinen Zweck. Die Ärmel sind etwas zu kurz. Also, jetzt habe ich vergessen, die Tasche zu öffnen. So. Jetzt sind wir mit zu kurzen, zu kleinen Klamotten ausgerüstet. Toll, oder? Was übrigens auch interessant ist, die ganzen Knöpfe jetzt, um Sachen zu verwenden, die sind ja schon irgendwie billig. Das heißt, wenn man jetzt irgendwelche Knöpfe drückt, dann greift Link einfach ins Leere. Was ich irgendwie witzig finde. Moment, waren das alle? Das... Was zum... Das habe ich noch nicht... Moment. Jetzt muss ich mir nochmal kurz die Steuerung angucken. Also, da steht gar nichts zu den Steuerkreuzknöpfen. Zielerfassung, Pausenmenü, springen, Aktion wegstecken. Das habe ich alles schon gesehen. Springen, ist klar. Aktion wegstecken. Sprinten kann ich auch. Das weiß ich schon. Naja, gehen wir mal raus, würde ich sagen. Ja, springen und sprinten ist klar. Klettern kann ich auch. Das weiß ich auch schon. Ich habe übrigens gar nichts dazu. Fällt mir mal gerade so ein. Link kann endlich springen. Das ist das erste Zelda, in dem Link springen kann. Und sogar an Felswänden hoch. Wie auch immer er das macht, aber er kann es offensichtlich. So, und jetzt kommt eine wunderschöne Cutscene, für die ich extra die Einstellungen in OBS nochmal ändern musste, weil Lisa eine Cutscene bei den Einstellungen, die ich zuerst hatte, den Prozessor zu sehr ausgelastet hat, sodass es in der Aufnahme geruckelt hat. Was ich natürlich nicht wollte. Das sah ja aus, als ob es von der Konsole kommt. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ein wunderschönes Spiel. Und ein alter Mann. Vergessenes Plateau. Und natürlich mit automatischem Speichern. Moment, was liegt denn da? Nehmen. Route. Ein Zweig von einem hylianischen Baum. Nicht die mächtigste aller Waffen, aber besser als nichts. Zumindest kann man ihn umherschwingen und nach Monstern werfen. Alles klar, dann rüste ich das Ding nochmal. Achso, ist schon ausgerüstet. Okay. Ah, Waffenangriff. Alles klar. Ach, ich kann ihn aufladen. Und was passiert, wenn ich die Ausdauerleiste ganz... Moment. Okay, das war jetzt einmal. Das war etwas größer. Und was passiert, wenn ich das Ding ganz ausreiz? Ah, okay. Alles klar, ich verstehe. Damit kann ich nichts machen. Kann ich... Ich will mich mal ein bisschen umgucken. Also da hinten hat es Vulkan. Da hat es irgendeine Schlucht oder Felsspalte oder sowas. Ach, da kann ich ja runter. Ja. Am besten nicht springen, würde ich sagen.
Das Schloss da hinten natürlich. Habe ich das schon erwähnt? Keine Ahnung. Was das da oben ist? Da kann ich doch... Moment. Da kann ich doch bestimmt mal näher hin, um das zu untersuchen. Was ist denn noch mehr Zweige? Ach, Schnellauswahl, Waffe. Gedrückt halten und wechseln. Ah, okay. Das ist gut. Hä? Das sind doch nochmal... Das ist doch genau das gleiche. Willst du mich verarschen? Kann ich die zusammensortieren? Nein? Okay, dann halt nicht. Gut, dann nehme ich halt nochmal zwei Routen mit. Pilze. Hyrule-Pilz. Der am weitesten verbreitetste Pilz der Wälder. Hyrule. Ich kann keine ganzen Sätze mehr lesen. Er wächst oft in der Nähe von Bäumen. Füllt mein Verzehr Herzen auf. Ja, dann nehme ich doch alle mit. Hier sind übrigens nur da sind Bäume. Das hier waren mehr so Steine. Da komme ich her. Also kann ich jetzt hier hoch? Ach da. Hörst du auf, da rumzurutschen? Okay. Was sind das für Geräusche hier? Oh. Okay. Link, begib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Zeig die Module des Shika-Steins. Die ferne Stimme auswählen. Tagebuch öffnen. Ah, okay. Wundersame Stimme, vergessenes Plateau. Eine wunderschöne Frauenstimme rät dir, den Ort aufzusuchen, der auf der Karte des Shika-Steins markiert ist. Obwohl du die Steintafel in deinen Händen noch nie zuvor gesehen hast, scheint sie dir seltsam vertraut. Okay. Erinnerungen habe ich keine. Aber Hauptziele. Ziel festgelegt. Ja gut. Also wenn mich... Moment, ich probiere es nochmal aus, aber ich glaube, die Stimme will mich nicht weitergehen lassen, oder? Oh. Eine Eichel. Diese Baumfrüchte liegen auf dem Wald, auf dem Boden. Eichhörnchen sammeln sie mit Vorliebe. Geröstet füllt sie ein wenig mehr Herzen auf. Oh, da hinten ist Schnee. Na gut, dann gehe ich eben erstmal zu der Stimme. Nicht zu der Stimme, zu dem Zielpunkt auf der Karte. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier runter, ohne drauf zu gehen? Ah, so. Runter dauert offensichtlich länger als rauf. Na, das war so nicht... Wie zum Teufel hat er das überlebt? Das war so nicht gedacht, wollte ich sagen. Da war noch ein Pilz. Der gehört mir. Ja, damit. Hyrule-Pilz. Den könnte ich noch brauchen. So wie ich mich kenne. Noch mehr. Wie viele von den Dingern kann ich eigentlich mitnehmen? Oh, also bis jetzt lassen die sich einfach stacken. Okay, das ist gut. Und die im Gegensatz zu den Zweigen hier. Noch eine Route. Waffe werfen. Du kannst deine aktive Waffe werfen. Okay, mach mal. Ah, mit Bewegungssteuerung. Okay, ich verstehe. Alles klar. Irgendwo ins Nirgendwo geworfen. Habe ich da oben was gesehen? Am Baum hängen? Achso, nein, das war nur ein Ast, ein abgebrochener. Okay, das ist ein Stein. Ein Stein, der sie in Bewegung setzt. Vielleicht soll ich den nicht durch die Gegend schubsen, wenn da unten ein alter Mann irgendwo sitzt. Vor allem, wenn ich irgendwelche Hinweise von ihm bekommen will. Er könnte es mir übel nehmen, wenn ich ihn umbringe. Oh, Herzen am Baum? Nein, Äpfel. Eicheln. Ah, ach nein, doch ein Apfel. Eine in Hyrule sehr verbreitete Obstsorte. Man kann ihn wunderbar roh essen, aber durch Kochen wird seine Heilkraft erhöht. Ich hatte da noch mehr, da oben hat es noch mehr hängen. Ist ja cool. Wie Link am Baum hochklettert. Na dann halt nicht.
Kann ich dagegen rennen? Nein. Na, nicht am Ast hängen bleiben. Ach, das hat nicht. Na gut, was liegt hier? Röstapfel. Über offenem Feuer gerösteter Apfel. Süß und lecker. Wenn du ihn isst, füllt er Herzen auf. Hey, das ist mein Röstapfel. War nur Spaß. Hier gibt es genug Äpfel für uns beide. Gerüstet schmecken sie köstlich. Etwas verwundert bin ich aber schon. Hier trifft man nicht auf andere Reisende. Wer bist du? Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich? Oder fragst du nur aus Höflichkeit? Ich bin ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten alleine in der Gegend lebt. Sag mir, was hat dich hierher verschlagen? Wo sind wir? Eine Frage mit einer Frage beantworten. Die jungen Leute wissen nicht mehr, was sie gehört. Aber vielleicht ist es Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde sie dir beantworten. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrules gewesen sein. Dieser Tempel da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist ja alles verfallen. Du siehst es ja selbst. Keine Menschenseele mehr weit und breit. Okay. Kann ich das Feuer? Irgendwie? Nein? Na gut, ich dachte, ich könnte jetzt den Apfel rösten. Doch. Was machst du da? Ich mach's mir im Lagerfeuer gemütlich, wie du siehst. Vielleicht röste ich mir gleich noch einen Apfel oder zwei. Die meisten Sachen werden nahrhafter und schmecken besser, wenn man sie vor dem Essen röstet. So, dann gehe ich mal... Was? Achso, so, dann geh mal deines Wegs. Wolltest du noch nicht irgendwo hin? Wieso kann ich nicht selbst? Wieso nehme ich keinen Schaden? Oh, ich nehme Schaden, wenn ich ins Feuer stehe. Ein Versuch war's wert. Nein, das sagt nichts Neues mehr. Was ist das? Eine Fackel. Okay. Oh. Was gedenkst du denn mit dieser Fackel anzustellen? Als Waffe verwenden? Sag ich nicht. Als Waffe verwenden. Du bist mir ein Rabauke. Fackeln sind zum Anzünden gedacht. Wenn du kämpfen willst, nimm gefälligst eine anständige Waffe. Du treibst nicht Monster herum, die würden dir etwas erzählen, wenn du mit deiner Fackel ankämpfst. Davon habe ich meine Axt in den Stamm geschlagen. Du kannst sie haben. Aber ich hoffe, du fuchtelst nicht wild damit herum. Du musst genau auf die Bewegung deines Gegners achten. Ziel erfassen. Das habe ich schon rausgefunden. Damit kann man auch die Kamera hinter sich bringen. Ah, die Axt. Kann ich das Lagerfeuer hier nochmal anzünden? Fackel. 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 So, und jetzt hier? Wie kann ich jetzt so? Ah. So, und wie kann ich das Ding... So kann ich es wegstecken, okay. Ich verstehe. Kann ich mich jetzt ans Lagerfeuer setzen? Nein? Schade. Aber die Axt kann ich nehmen. Holzfäller-Axt. Lieblingswerkzeug eines jeden Holzfällers. Damit fällt jeder Stamm im Handumdrehen. Was ich übrigens schon bemerkt habe, was ich ein sehr, sehr nettes Detail finde, wenn man hier so am Berg steht... Nein, ich wollte eigentlich nicht runterspringen. Ich wollte eigentlich sagen, wenn man am Berg steht, dann kippt Link den Fuß entlang der Neigung des Berges. Nicht so wie bei anderen Spielen, wo quasi einfach der Fuß in die Luft steht. Komme ich hier hoch? Hier, man sieht's jetzt. Gut, das sieht jetzt vielleicht minimal unnatürlich aus, aber ja, geht. Wieso wird's hier dunkel? Das finde ich nicht gut. Achso, wegen der Wolke. Das Wetter hier ist wirklich... Also ich meine, der Himmel sieht wirklich gut aus. Kann ich jetzt den Baum fällen für Äpfel? So. Äpfel! Kann ich da jetzt weiter draufschlagen? Ah, Holzbündel. In dieser Form kannst du dein Lagerfeuer immer mit dir herumtragen. Nur anzünden musst du es noch irgendwie.
Kann ich da nochmal draufhauen? Nein, okay. Ja, pack mal wieder weg das Ding. Huch, was ist hier für eine Staubwolke? Hm, seltsam. Was sind das für Geräusche hier? Ich nehme mal an, den großen Baum, da kann ich nicht fällen. Das hatte ich aber auch nicht vor. Was konnte ich da gerade nehmen? Da stand doch irgendwas. Oh, da stand da einfach nur sowas wie springen. Oder runter. Ach, da stand runter. Okay. Dann stand da halt runter. Hm. Huch. Oh. Ich bin gar nicht hier. Sag dich nicht, ich bin gar nicht hier. Hörst du nicht zu? Also gut, dann bin ich halt doch hier. Nein, so. Kann ich... So kann ich zurückspringen, okay. Kann ich auch irgendwie im Sprung? Ah, sehr schöne Aktion. Aber er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Es ruckelt ein bisschen. Weiß jetzt nicht, ob das an meinem... an meiner Capture Card liegt. Wobei, das kann eigentlich kaum sein. Das muss jetzt schon am Spiel gelegen haben. Oh, naja. Weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Mal gucken, ob das irgendwie im weiteren Spielverlauf irgendwie großartig störend wird. Bockblinhorn. Horn eines Bockblin. Als Kochzutat ruiniert es jedes normale Gericht. Koch so es jedoch zusammen mit Insekten ein, lässt sich Medizin daraus herstellen. Oh, okay. Bockblinhauer. Diesen stumpfen Zahn kannst du nach dem Sieg über einen Bockblin erhalten. Zusammen mit Insekten und ähnlichem gekocht, lässt er sich zur Medizin verarbeiten. Schön. Pack das Ding wieder weg. Oh, ich kann nochmal die Folge beenden für heute. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.